Hallo, du liebe Seele, und herzlich willkommen zu deinem neuen Orakel für einen gemütlichen Samstagabend und für ein schönes, entspanntes Wochenende voller Positivität und Lebensfreude. Ja, es ist wieder mal ein kleines Auswahl-Orakel und du darfst dich sehr gerne hier inspirieren lassen von dem Symbol, das du hier unten bei mir auf der Karte siehst. Entschuldigung für die Wackelei, ich sehe gerade, dass das Stativ ein bisschen schief ist. Das möchte ich gerne hier noch korrigieren, ajustieren. So. Pardon. Ja. Lass dich inspirieren von den Symbolen, die hier auf der Karte liegen. Oh, es knackt schon wieder im Dach. Das heisst, die geistige Welt ist anwesend und unterstützt und begleitet den Prozess. Und schau, welches Symbol zu dir möchte ich auch für Freude, Positivität, für Gemütlichkeit. Was spricht dich an? Und dann würde ich sagen, legen wir los. Ich fange gerade an mit der ersten Legung hier. Was da zu dir möchte ich kommen? Und da zeigt sich hier als erstes gerade das Symbol hier. Ja. Wow. Was ich sehe, für das du in die Positivität, in die Lebensfreude kannst kommen, ist, dass du noch mehr darfst ins Vertrauen gehen zu dem, wie dein Leben spielt. Ich habe so das Gefühl, du bist so ganz fest verkrampft, irgendetwas am Festhalten in deinem Leben, wo du dringend und unbedingt und zwingend möchtest Kontrolle haben. Lass das los. Lass dich tragen von deinem Leben. Und spür, wie die kosmischen Heilkräfte für dich möchten fließen, um dich so ein bisschen wie aufzukitzeln. Ja? Du bist irgendwo in einem Leben, Bereich, verkrampft, versteift, verstarrt und es geht nicht mehr mit dem Flow, wie es für dich eigentlich möchte gehen. Also das ist so wie, als möchte man dich gerne führen, von oben, ja, aber du lässt die Führung nicht zu. Und das Programm heisst irgendwo auch Kontrollverlust und über das verbunden auch Selbstsabotage, ja, weil ein mangelndes Vertrauen da ist, gegenüber dem Allganzen. Dass das Allganze für dich in jedem Fall dienlich ist, sich für dich dienlich wird zeigen, dass es die grosse Heilstrom über dich wird können ausschütten, wenn du lernst, auf das zu vertrauen. Das ist vielleicht etwas ganz Neues in deinem Leben. Vielleicht ist das effektiv etwas, wo du bisher noch nicht gekannt hast und wo jetzt in diesem Fall unbedingt möchte zu dir kommen. Wir schauen mal, was doch hier möchte ich zeigen. Wow. Eichenmoos, das Alte loslassen. Und da? Wow. Kakaoschale erheitert und getröstet werden. Ja, es ist wirklich das, was ich hier sehe für dich, dass es irgendwie einen Lebensbereich gibt. Vielleicht auch dein gesamtes Leben, wo du so mega stark und stur festhaltest an diesen alten Werten, an diesen alten Prinzipien. Und die sind nichts als nur schwer geworden für dich. Und es klemmt noch ein im Durchfluten lassen und eben in das Vertrauen können zu gehen, dass das Neue, was auf dich wartet, was zu dir möchte kommen, dir wirklich kann gut tun. Ja? Ich sehe auch, dass das dazu führt bei dir, dass du dich älter fühlst als dein eigentliches Alter. Ja, sogar vielleicht noch älter. Und dass eigentlich zu dir möchte so eine jugendliche Frische, so eine Spritzigkeit, Fröhlichkeit, möchte ich auch wie hier mit der Kakaoschale. Und du bist eigentlich jemand, der sich sehr erheitern und sehr anstecken lässt von der Lebensfreude von anderen. Und gleichzeitig ist da immer wieder so eine Angst vorhanden. Oh, vielleicht ist es nur ein kleines Glück oder nur eine kleine Freude. Und dann ist alles wieder kaputt und bist wieder auf dem Punkt A, aber ankommen. Ja, das ist wirklich, das Programm heisst wirklich Selbstsabotage. Angst vor der Lebensfreude. Und somit auch
ein fehlendes Vertrauen in den Flow des Lebens. Oder gerade wenn du so flowig unterwegs bist, dass du da irgendwie kannst auf eine Bananenschale ausrutschen und dann gehst du wieder am Boden und dann bist du wieder genau gleich weit. Du kannst das Muster durchbrechen, indem du wirklich lernst, anfangen zu vertrauen, dein Herz zu öffnen, dein Herz fürs Leben zu öffnen, für die Liebe zu öffnen, dir selber einen guten Trost und einen guten Halt zu geben im Leben, in dem Rahmen, wie du es brauchst, wie du dich sicher fühlst. Und überprüfe auch, wie viele Stützrädchen und Geländer, ja, so Haltegriffe, Handbremsen und so weiter du wirklich brauchst, um sicher in diesen neuen Lebensabschnitt zu gehen. Weil ich sehe wirklich, es ist so wie ein Kind, das mit verdeckten Augen unterwegs ist und wie ganz, 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 ganz fest Angst hat vor dem Neuen. Es kann wie einem Neuen nicht vertrauen und auch nicht glauben, dass das wirklich das Positive ist. Und es gibt da so wie eine Art Instanz in dir, die prüft, wenn irgendjemand dir das Sagen gibt und sagt, das ist gut, du darfst gehen, dass es dann Vertrauen hat und geht. So wie eine Art, als müsstest du eine Autorisierung oder so ein Okay abholen in deinem Leben von irgendetwas, von irgendjemandem, von irgendeiner Instanz da aussen, weil das Selbstvertrauen, und um das geht es hier bei dir, in dir nicht ausgebildet worden ist in der Tiefe. Und das musst du zerbrechen, indem du dein Selbstvertrauen in die Heilung führst. Weil niemand im Leben dort aussen, keine Instanz, kein Orakel, kein Instrument, kein Mensch kann dir eine Autorisierung geben auf ein Thema, das in deinem eigenen Inneren noch nicht in diesem Selbstvertrauen innen ist. Und gerade auch so das Abklärte, ja, dass du alles abklärst und überprüfst und vielleicht auch überwachst, das hat so wie zu einer frühzeitigen Alterung geführt und auch so ein bisschen zu einer Schwere, wo du so ein bisschen eben den jugendlichen Elan, die Frische nimmt. Und das kann man ja in jedem Lebensalter spüren, gell? Unabhängig davon, wie alt du in deinem biologischen Alter bist. Ja, lass einfach die positiven Energien ein, die hier zu dir möchten fliessen. Lass dir grossen Heilstrom für dich wirken. Und schau, wo bist du noch in einem Mangel an Vertrauen gegenüber deinem Leben, aber auch gegenüber dir selber, dass du selber der grösste, kritischste Prüfer bist von dem, was du in deinem Inneren fühlst und somit dich selber schon von unterdrücken, dich selber schon von kasteien und Prozesse in dir innen so viel komplizierter machst, als es eigentlich nötig wäre. Also mach dein Leben nicht unnötig schwer. Wow, da kommt für dich Tempel der Göttin, ein lichtvoller Neuanfang erwartet dich. Es geht um eine sehr tiefe Heilung von deiner weiblichen Energie. Oder und dass sich das göttlich-weibliche dir möchte öffnen und sich über die möchte ergießen, die in ihre Obhut möchte nehmen, die grosse Mutter. Und ich spüre auch, dass die Unsicherheiten, die du in deinem Leben hast, auf das zurückzuführen ist, dass es an dieser Verbindung zum urweiblichen Prinzip auf dieser tiefen Ebene gefällt hat und es darum auch in deinem Leben zu Erschütterungen an deinem Urvertrauen
und an deiner Bodenhaftung und Erdung gekommen ist. Und der Tempel von der Göttin, und ich erinnere dich als Orakel von der Mütterlichkeit und vom Sanftmut, nimmt dich hier in ihre Obhut. Und vielleicht ist es auch eine Zeit. Weißt du, wo du ganz für dich nochmal einen Moment dürfst Einkehr halten und dich ganz dürfst aufgeladen fühlen von der göttlichen weiblichen Energien, von der Urweiblichkeit. Ich spüre, dass es ganz besonders auch Frauen betrifft, die eine verletzte Weiblichkeit erfahren haben. Dass sie zurückgewiesen worden sind im Ausdruck von ihrer weiblichen Energie. Ich weiss nicht, was die Kamera macht. Ich habe das Gefühl, sie macht immer so Fokus-Ding. Oder bilde ich mir das nur ein? Die Energie ist sehr stark in diesem Raum hier gerade. Das auf der Frauenseite. Und auf der Männerseite habe ich so das Gefühl, dass es einige Männer gibt, so ungefähr die Hälfte, die hier zuschaut, die noch gar nie so tief auf der Ebene der Liebe mit der Weiblichkeit, mit der Urweiblichkeit, mit der Göttinnenenergie, von der erwachten Weiblichkeit in Berührung gekommen sind. Und das macht einige Männer von euch Angst. Ihr fühlt euch klein. Vielleicht auch ein bisschen, ich sage es jetzt, wie es so gerade kommt, ein bisschen dumm. Ein bisschen unmännlich. Und falls das ein Thema ist, wo du als Mann einen Widerstand spürst, eine Ablehnung, eine Aversion, wo du dich klein fühlst, ist das ebenfalls auch eine sehr tiefe Heilung von deinen Wurzelchakra-Themen und von dem, was ein grösseres Widerstandsmuster in deinem Leben darstellt und wo du in Konflikt stehst mit dem Flow von deinen Lebenskräften und wo die Leute alt sein, alt spüren. Du siehst, wie es so den Zoom macht. Ich mache überhaupt gar nichts. Das ist wirklich verursacht von der Energie. Und dass Technik, Technologie überfordert ist mit diesen Energien, die hier fliessen. Und ich lasse einfach die Energie fliessen, es hat schon wieder geknackst. Dass das bei dir heilen darf. Weil es ist in diesem Fall auch auf der Seite der Männlichkeit ein Ausdruck von einer verletzten männlichen Energie. Wo abgelehnt worden ist durch die Weiblichkeit. Und wo darum auch auf Seite der Männer Schuldgefühl in sich trägt, falsch zu sein, nicht gewollt zu sein, nicht erwünscht zu sein. Und das auch ganz grossen Schmerz auf der männlichen Seite darstellt. Wo möchte bewusst gemacht werden, damit das in die Heilung gebracht werden darf und damit das Bild über die Weiblichkeit, über die weiblich schöpferische Kraft, über die weibliche Anmut, die weibliche Liebe und Zartheit
sich darf verändern. Und das ist ein Geschenk von der Gnade. Aus der heiligen Quelle geschöpft. Jesus Gott, du. Von der heiligen Weiblichkeit. Und es ist ein Geschenk, das somit an beide Geschlechter, männlich sowie weiblich, möchte abgegeben werden im Rahmen von der Gnade. Und dass die Kälte, die hier mit dem Eichenmoos spürbar ist, ja, dass die Kälte, die Verhärtung, die Starre darf ins Schmelzen kommen und damit die Lebensenergie hier wieder frei fliessen kann. Und die Freude und die Liebe und die Selbstliebe, die Selbstanerkennung, die Selbstaufrichtigkeit wieder ganz, ja, ganz und gar zu dir kommen. Und dass somit ein tiefes Vergehen bei dir stattfinden von diesen Schuldgefühlen im Sinne von, ich bin falsch, weil ich abgelehnt worden bin, dass die Schuldgefühle dürfen befreit werden und losgelöst werden. Und dass du somit in ein neues Bild durchtreten von und zu dir selber, sowie auch zu deinem gegenüberliegenden Geschlecht, deinem Dual in der heiligen Weiblichkeit oder aber auch in der heiligen Männlichkeit. Gut, jetzt fasse ich dir zusammen die Energie für dich. Sammle die Energie. All das, was ich gesagt habe, fließt jetzt nochmal in energetischer Form zu dir. Es fließt direkt ins Herz, es fließt direkt ins Wurzelchakra, aber auch ins Kronenchakra. Ich sehe, dass du dir das nochmal an deinen Schmerz erinnert wirst, damit du noch fühlen kannst, damit er für dich sichtbar wird. Und dass es für dich somit eine Erlösung dürfte geben von diesen Schmerzen und von dieser Traurigkeit und von der Enttäuschung. Was eine alte Enttäuschung ist, die schon so lange in deinem System innen liegt. Für Befreiung, Heilung, Liebe, Selbstliebe und Gleichmut von den Geschlechtern. Gut. Ja, ich hoffe, das war auch gut gefallen. Und wir gehen weiter zum zweiten. Das ist ganz spannend. Schau, das ist schon mal gekommen. Und was ich bei dir spüre, ist, die Zeit ist noch nicht reif. Ein Versuch, nichts zu drängeln oder zu drücken, zu steuern oder zu kontrollieren, gib dich hin. Du brauchst noch eine Zeit von der Heilung, von der Ruhe, von der Kontemplation und von der Innenschau, um mit all dem, was in dir angestoßen worden ist, in den letzten 4 bis 5 Monaten, zeige ich, sehe ich jetzt hier, dass das in dir tiefer darf einsinken. Und du wirst noch für einen Moment, für die nächsten 3 Monate, je nachdem auch 4 Monate, nochmal auf den Punkt gehalten und auf dieser Stelle konserviert, damit du dich schön konzentriert haltest auf das, was geschehen ist in den letzten 4 bis 5 Monaten, in den vergangenen letzten 4 bis 5 Monaten, um aus dem heraus neue wichtige Erkenntnisse und wirklich auch ein Verständnis in deinem Leben zu schöpfen, um das, wer du bist, wie es um Zusammenhänge in deinem Leben steht und damit du kannst in tiefere Erkenntnisse kommen, um die Person, Mensch, wo du bist, verbunden auch mit deinen Lebensaufgaben und Talent.
Und die Zeit ist noch nicht reif. Das ist ganz eine wichtige Botschaft, die jetzt zu dir kommt. Und du sollst nichts drängeln und drücken, forcieren, mit der Ich-Kraft vorwärts treiben, weil du wirst mit dem nur das Resultat verwässern und verfälschen und eher mehr noch drei Ehrenrunden drehen, als das, was jetzt da ist, was in deinem Leben da ist, mit aller Konzentration und mit Fokus anzunehmen und anzuschauen und die mit dem auf einer tieferen Ebene mit dir selber. Wie gesagt, in der Kontemplation, in der Meditation tiefer mit dem zu beschäftigen, was so wichtig ist und dir langfristig gesehen wirklich einen Bewusstseinswandel und auch ein Erwachen wird können bringen in Bezug auf das, wie dein Leben funktioniert hat und in der Zukunft noch wird funktionieren. Und drück da nicht. Ja? Und hab auch nicht irgendwie eine strategische Kontrolle mit deinem Ich, nur weil du das Gefühl hast, es sollte anders sein. Da kommt der Muskatnuss mal. Ich finde das so cool. Oh, das ist wirklich herzig. Alles ist möglich. Ja. Oh, wow. Schwarzer Kopal, Pfad durch die Nacht. Das ist im Fall eine Karte, die ich so oft gezogen habe. Schwarzer Kopal. Und wenn immer die Karte hier gekommen ist, dann habe ich gewusst, mein Geistführer schafft mit mir, weil mein Geistführer zeigt sich oft so wie ein Schaman. Ich sehe ihn nicht, ich spüre immer nur seine Energie. Und mein Geistführer ist in dem Fall, also mein Hauptgeistführer, ein Mitglied aus meiner Seelenfamilie und ist ein Priester. Und er ist ein ganz, ganz ein mächtiger Typ. Er hat seinen Aufstieg schon gemacht. Also er hat sein weltliches Wesen schon zurückgelassen. Und er ist relativ streng, also Priester streng, gell? Ich sage, machst du so und so. Und natürlich urmega mystisch. Und ich frage ihn jetzt gerade, ich lade ihn jetzt gerade ein, wenn die Karte kommt, möchte ich gerade ihn fragen, was er dir, mir, uns mitzuteilen hat. Oh, du Priesterseel da oben. Oh, er leitet gerade den Trancezustand ein. Okay. Es kommt Energie, nicht für Wort, typisch. Deine Verwandlung ist eine heilige Verwandlung und sie heisst für dich in gewissen Teilen und Aspekten der Weg von der dunklen Nacht, von der Seele, müssen zu gehen und in dem Innen deiner grössten Not, deiner grössten Angst, deinem grössten Schmerz und deinem Leid und deinem Kummer müssen zu begegnen. Es ist kein einfacher Weg. Es ist, wie du siehst, der Pfad durch die Nacht. Und der Pfad durch die Nacht ist mit Schwermut, mit Herzschmerz, mit Kummer, aber auch mit Angst verbunden, weil du in dieser Zeit alte Schmerzen am Verarbeiten bist. Alte Schmerzen aus dem Leben, alte Schmerzen aus vergangenen Leben und somit auch durch die Transformation Wiederholungen in deinem Leben zu vermeiden. Du sollst lernen, was es bedeutet, zu lernen. Und zwar nicht so, wie du es bisher gelernt hast, mit Büchern und mit Examen, sondern indem du dich hingibst, indem du dich dir widmest, indem du dich deinem Schattenaspekt widmest und dich dem stellst, was dir Angst, Schmerz, Kummer und Leid bereitet hat in deinem Leben.
die Wandlung und die Betrachtung von deinem Schatten, von deinen grössten Ängsten, von deinen grössten Schmerzen, wird somit auch deine grösste Befreiung und deine grösste Öffnung sein, hin zu einem wahren Leben im Einklang und in der Harmonie mit dem, was für dich bestimmt ist. Und es geht jetzt an dieser Stelle auch darum, dein Ego unterzuordnen an den höheren göttlichen Plan, wo heisst Seelenplan und Blaupause, damit du zu 100% von deinem Leben kannst profitieren und dass es sich für dich eben nicht so anfühlt, wie als wäre es eine verschwendete Lebenszeit. Du bewertest es so, als wäre es eine verschwendete Lebenszeit, weil du den Schmerz, die Angst, die Dunkelheit nicht zulässt. Es gibt Aspekte von dir, die sind wie ein kleiner Schisshase und die rennen davon, weil du Angst hast. Du hast Angst vor deinen alten Schmerzen und deine alten Schmerzen haben mitunter auch mit dem Missbrauch von Voodoo-Zauber zu tun, wo du betrieben hast in vergangenen Leben und wo du machtmissbräuchlich wiederholt hast in diesem Leben. Und ich bitte jetzt Cynthia, hier den Voodoo-Zauber, den du betrieben hast, zu heilen und die Verschwörungen, wo du drin reingekommen bist, durch deine Beschwörungen, durch deine Gedankenmanipulation in die Heilung zu bekommen. Und ich übergebe das Wort wieder meiner Schwester, um hier für dich den heilsamen Transzend einzuleiten. Heilig von Machtmanipulation, schwarzmagischen Angriffen, aktiver sowie passiver Art. Aus vergangenen Leben und aus diesem Leben. Gedankenmanipulation und Mindfucks. Mindgames missbräuchlicher Art werden jetzt geheilt. Sämtliche Quälerei durch schwarzmagische Manipulation, durch Voodoo-Zauber, aktiv oder passiv, in diesem Leben oder im vergangenen Leben, wird geheilt. Alle Nadeln werden rausgezogen. Überall dort, wo du Ohnmacht erfahren hast, fließt Heilung rein. Ohnmacht, Schmerzen, heilen. Octopus Essenz gebe ich doch ein bisschen rein für dich. Wenn ich es gerade finde, noch gerade
die schwarze Koralle. Schwarze Koralle hat vor allem mit schwarz magischen Voodoo-Zauber zu tun. Ha! Mein Heilungsfeld. Vergebung. Bitte um Vergebung für dich und für all die Opfer aus vergangenen Leben sowie auch aus diesem Leben. Und dass auch dir vergeben wird, damit du frei wirst von den Banden und von den Verstrickungen. Juhu! Alles ist möglich. Du wirst dich wieder befreit, leicht und klar fühlen. Ja, yeah. Schau doch, und freundschaftliche Verbundenheit. Du bist geliebt. Was ich wahrnehme bei dir, ist, dass du sehr grosse magische Fähigkeiten hast. Du hast sie gehabt in vergangenen Leben, du hast sie missbräuchlich eingesetzt gehabt. Und du bist dran in einer Phase, wo du ganz vieles von diesem alten Schmerz am Heilen bist. Und es gibt für dich Menschen, mit denen du dich freundschaftlich durch verbunden fühlen. Schwestern, Brüder, die mir hier gerade in den Sinn kommen. Wo nicht deine physischen, biologischen Schwestern und Brüder sind, vielleicht auch. Aber wo die werden aufnehmen. Und auch das Gefühl, ja, was schon ein uraltes, lebenslanges Gefühl von dir ist, nicht geliebt zu werden, nicht angenommen zu werden und die Ausgrenzung zu erfahren haben, immer wieder auch einsam zu sein, allein auf der Duschstrecke herumzulaufen, das möchte für dich in die Heilung gehen. Wenn du bereit bist, ja zu sagen zu dir und zu deinem Leben. Und ich meine, das, was ich dir hier gebe, ist ja auch aus einem Aspekt von der freundschaftlichen Verbundenheit. Ja, ich würde ja das nicht machen. Und ich nehme auch an, du wärst es nicht da. Ja. Weil die regulativen Kräfte, die hier wirken, die sind einfach so stark, dass es immer wieder zu Trennungen kommt, wenn etwas nicht passt. Und die Energien werden von allein einfach bereinigt und aussortiert. Ja. Und du darfst auch spüren, wie viel Liebe da ist, was sich eben wirklich auch als Freundschaft anfühlt. Freundschaftsliebe. Und ich habe ein ganz warmes, brennendes Herz über, wo einfach so dir, so wie die Hand, möchte reichen von dieser bedingungslosen Liebe, die da ist und wo auch zu dir möchte strömen und all das, was in dir, in der Kälte, in der Angst ist, in der Not, im Schmerz, im Leid und im Kummer, aus dieser ganz heissen, ja schon fast heissblütigen Herzensliebe möchte verbrannt werden für dich. Und wie du ja weisst, ist die Liebe die grösste Heilkraft. Pardon. Und umso mehr du die Liebe zulässt, erkennst, sie lässt erwachen in dir, umso mehr wirst du Gemeinschaft und Integration spüren. Auf einer neuen Ebene, auf einer anderen Ebene. Auf einer Ebene, die es für dich bestimmt ist, mit diesen wirklichen, wahren, echten Menschen und Freunden zusammen zu sein, die dich lieben, die aber auch du liebst. Öffne dich. Öffne dein Herz für die Kraft, für die Liebe, für die Einzigartigkeit, aber auch um den Schmerz von diesem Pfad von der Nacht wirklich können loszulassen. Und begrüße den Frieden in deinem Herzen und die neu gewonnene Klarheit. Ja, meine Liebe, meine Liebe, ich hoffe sehr, das Orakel hat dir gefallen. Ich lasse es jetzt so noch ein bisschen liegen, dass es hier noch ein bisschen weiterwirken kann, dass die Heilungsenergien und Kräfte und
die heilenden Essenzen für dich noch dürfen weiter einwirken. Und ich wünsche dir einfach ganz eine gute Zeit. Von Herzen alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Und ganz viel freundschaftliche Liebe von mir für dich. Tschüss.